Der Beutel ist einfach nur das Werkzeug dafür. Also du legst die Bären automatisch in dein Inventar ab. Genau. Das waren aber Heidelbeeren, oder? Hier das aber nicht. Die Heckenkirschen hier. Sechs. Oder ich habe die gesammelt und dann habt ihr sie nicht mehr gehabt. Das kann auch sein. Hier waren wir Heckenkirschen. Wir sollten langsam aber auch uns zurück machen. Ich glaube, es wird langsam ein bisschen düsterer, oder meine ich das? Ja, dann gehen wir doch. Ah, guck mal, hier sind auch die weißen Bären auch noch. Ich bin voll der Giftmischer der Truppe. Gut. Da warte mal bitte auf den Daniel. Mach's gut. Jo. Komm weg. Ich dachte, was kommt da gerannt? Da wart ihr. Oder oh. Da haben wir mittlerweile auch genug Mutantenfleisch am Leib tragen. Ja. Kann man sich schon mal vertun. Ich glaube, die wollen sich wahrscheinlich uns auch nicht angreifen, sondern sich mit uns paaren oder so. Oh Gott. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Home sweet home. Aufpassen, wo du hier rumrennst, ey. Ja. Das ist eine Kritik an meiner Konstruktion. Hast du ein bisschen Omaha Beach Charakter? Das soll genau so sein. Es sind sicher, wir haben an Omaha Beach wurde, wir haben hier verloren, aber wir haben viele mitgenommen. Ich war nicht dabei, ich habe mich verloren. Okay, ja, so kann man es auch sagen. Ja. Aber auch, ja. Das haben wir doch schön getimed. Gucken wir mal, was ich an der Bank noch machen kann. Ah, ist es nicht schön? Man mache mir ein Feuer an. Ja, so lange wird's kuschelig. Auch 7 Fälle für die andere Bank. Schlafen gehen können wir auch schon. Boah, ich muss die Liguane mal wegbringen. Achso, ja, stimmt. Ah. Da fehlt leider gerade ein wenig der Platz. Dann gibt's den nächsten Trockenständer. Ich habe auch noch, wenn du aufhörst, ich habe auch noch Stöcke. Das ist unsere Räucherkammer. Ah, knusper. Knusper Ort. Ich hab noch drei. Nein, wir brauchen noch ein Trockengestell. Verdammt. Mach ich weiter. Das esse ich jetzt einfach mal. Guck mal, Daniel, ich hab da ein bisschen Platz gemacht. Bevor du jetzt einen neuen aufstellst, hier, guck mal. Achso, okay. Da wie esse ich das Bein denn? Muss das trocken sein, oder? Eigentlich kann man das ja auch ins Inventar dann übertragen, ein paar.
ich häng mal ein Bein auf zum Trocknen. Das will ich später mal probieren. Alter, nee. Guck mal die Fußnägel an. Aber du willst doch später Fidschis haben, oder nicht? Ja, aber gut, vielleicht kommen wir ja nie dazu, die blutige Seite. Vielleicht schnitze ich mir auch nie eine Familie. Man weiß es nicht. Musst du ja nicht. Du musst, aber... Ne? Ich bin da der Wahnsinnige, der mit durchziehen müssen. Ja, ich muss da an den... Also, da ist viel Kopfkino, wenn ich den Fuß mir bitte mal etwas genauer betrachte. Ich brauche doch noch 3 Knochen für den Knochen-Kronleuchter. Hab ich aber leider auch nicht. Ja. Okay, Schläfchen? Aha. Schläfchen ist eine sehr gute Idee. Ach, so geht das. Ah, ja. Daniel, Schläfchen? Nee, danke. Ich will durchmachen. Können wir ja, wenn das Wetter morgen schön ist, die Schaltrunde tun. Können wir vielleicht tun, ja. Oder back in der Höhle. Ich glaube, sie meinte tatsächlich richtig physisch morgen und ach so. Einen Spaziergang machen. Ah. Ja. Mal gucken, ist mein Bein trocken? Wieso kann ich die Feuerwehrachse da nicht einlegen? Bin entsetzt. Nee, ich glaube, mein Bein war noch nicht durch. Alter, guck dir das Bein doch mal an, ey. Boah! Peter! Ekligen. Ich hab's ja noch nicht gegessen. Ich find das toll, unser Brombeergarten hinterm Haus, ey. Ist sehr dicht auf jeden Fall bepflanzt. Warte. Aber ich könnte mal erst noch alle meine Pfeile vergiften, ne? Mhm. Eigentlich, wenn du die einmal in jemanden reingeschossen hast, sind sie nicht mehr giftig. Wir hatten hier nur Heidelbeersträucher, ist das richtig? Bei uns im Garten? Oder wächst da noch irgendwas anderes? Ich hab da glaube ich auch noch irgendwie irgendwas Gemüseartiges, hier Kräuterartiges noch dazu gepackt. Geht das? Ja. War dem gerade angezeigt. Also ich hab tatsächlich nur Heidelbeerstraußsamen. Ich höre Geschrei. Ja, ja. Ich glaube, das war Dizzy. Das ist richtig. Bitte? Dizzy. Das ist richtig. Nein, das war nicht Dizzy.
Hier, wo ich stehe, war das nicht Dizzy. Ich stehe vorne an der Barrikade. Wenn Dizzy so schreit, dann würde ich sie einschläfern lassen. Da kommt mir ein Vogel. Du hast ja was im Auge. Einfach lustlos der Schildkrötenpanzer. Oh, ich war fast in die Falle getappt. Alter. Kriminell. Aber wo ist die vierte? Da ist die vierte. Bringst du Freunde mit, Peter? Nein, nein. Ich warte nur auf euch, wir wollten in Richtung nächster Höhle, glaube ich, ne? Sind wir denn darauf vorbereitet? Ja, ich schon. Bring nur mal kurz Schildkrötenfleisch weg und dann können wir gerne starten. Einen Lappen habe ich noch. Den, na komm, ist egal. Lass ich im Inventar. Nee, warte, ich kann noch hier Trockenfleisch vom Inventar einpacken. Und toll, die Echse ist roh. So, gucken, ob ich alles hab. Trinken, zu essen. Ich glaube, es sieht gut aus. Weil der Schrank ist geil, ne? Der große Schrank. Schrank ist voll, ja. Ja. Mit gefühlt 8 Artikeln. Ich komme jetzt wieder zu euch, Moment. Also die nächste Höhle, die mir noch einfällt. Oder eine ich weiß welche. Ach so, hier, wir wollten euch zur grünen Höhle gehen. Bei den Zelten, die ich markiert hatte. Es gibt noch eine in der Gegend. Aber die ist halt die nächste, glaube ich, die grüne, ne? Nehmen wir gerade mal noch ein paar Stöcker. Also hier rechts die grüne, ne, meine ich. Oh, also Stöcker ist eine Idee. Ja, es gibt auch noch eine weiter geradeaus. Ich weiß aber nicht, welche. Aber da nicht eben. Nee. Ich weiß aber auch nicht, welche näher dran ist. Lass uns erstmal hier rechts, dann haben wir rechts das Gebiet abgegrast, dann können wir die abhaken. Ich hab Stöcke voll. Vorsicht, bei euch auf der Seite. Oh ja gut, ist egal, die können eh nicht schwimmen, ne? Also zwei Leguane, falls jemand noch. Ne, ich glaube, wir haben mittlerweile so viel Fleisch. Ne, wegen Panzerung meine ich. Ach so, nicht, nee, ich habe voll tatsächlich. Ja, aber als Reserve. Ja, ja, ich habe glaube ich auch noch 2 oder 3 Leguan heute in der Tasche. Ja, dann. Der anderen Uferseite laufen graue. Ich hätte bald mal Taschenlappen finden, die kann man nämlich auch richtig geil noch an Bögen und sowas dran machen. Ja.
Hier wächst Aloe Vera, falls irgendjemand mitnehmen will. Oh ja. Ach, das ist Aloe Vera. Okay. Gegen trockene Haut. Ja, hier. Wo? Was? Wie? Ach, das da. Diese kleinen, unscheinbaren. Okay. Und Chicorée. Ein Chicorée habe ich voll. Ja, ein Chicorée kannst du kreuzen mit diesem Sonnenhut. Hm. Stellt Ausdauer wieder her. Mhm. Dann gibt's noch Energiemischung, das ist dann die Ringelblume und irgendwas anderes. Fällt mir gerade nicht ein. Waren das hier die Blaubeeren? Die blauen sind die Brombeeren, genau. Blau ist gut, blau kannst du essen. Ja, aber auch nicht alles, oder? Es gab doch auch blaue, die nicht zu essen. Nee, also es gibt doch weiße und rote. Mehr habe ich bis jetzt nicht gesehen, also. Okay. So war aber ein großer Fisch. Mehr komme ich nicht dran. Krass. Hier leben die ganzen Leguane. Peter, warte mal kurz, bitte. Ja, ich gehe noch nicht in die Höhle ohne euch. Jetzt willst du am besten. Oh, hier ist auch vor der Höhle noch irgendwas. Noch ein Bild mit einem Kreuz drauf. Altes Foto 7 von 8. Ja, alles sehr mysteriös. Ja, aber wenn ein Kreuz drauf ist, dann muss irgendwo ein See sein. Wer weiß, wer weiß. Ach ja, könnte vielleicht ein unterirdischer Eingang zu einer Höhle sein. Also hier ein. Alle bereit? Mhm. Wir gehen da mal rein. Auf jeden Fall in einem Teil der Höhlensystems, wo wir noch nicht waren. Ja, hab schon alles richtig gemacht. Und es schmatzt auch schön beim Laufen. Fledermaus. Ah, oh, zu spät. Hier hängt auf jeden Fall jemand rum. Rechts von uns? Oh, dem konnte ich die Uhr ausziehen. Alter. Hä? Hier ist gut. Zwei sogar. Hier ist auch noch irgendwas mit. Naja, gut, hier liegen glaube ich nur Beine rum. Hier ist noch eine Platine, brauchen wir auch nicht mehr. Ach, hier geht's auch weiter. Okay. Das für Seile? Sieht merkwürdig aus. Eintrag, warte mal, To-Do-Liste, was will es uns sagen? Erkunde feuchte Höhle, nice. Ne, finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern. Wahrscheinlich. Ah, mal gucken, ob auf der anderen Seite irgendwie runterkommen. Da war, glaube ich, auch noch ein Weg auf der anderen Seite, ne? Ja, ich glaube, hier braucht man irgendwelche, gibt glaube ich Kletterhandschuhe oder irgendwie sowas. Was ist das hier? Guck mal, ich habe hier noch was gefunden. Ein Stück Spielzeug, glaube ich, oder was auch immer.
Was denn? Ich hab nur die Musik nachgeäfft. Daniel, bei dir da rauf? Was? Geht's da bei dir da rauf? Ja, ja, aber hier geht's weiter. Eine Abkürzung. Bin quasi eine Etage höher als Peter. Geht's die ganzen Schädel durch, ja? Wir müssen tauchen! Sieht aber irgendwie eklig aus. Nein, ich sehe gar nichts. Komm, bleib mal einer da oben stehen, damit ich weiß, wie man zurückkommt. Das ist ja mal scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir gerade sind. Auf jeden Fall. Hier ist kalt. Bleib mal oben. Ich sehe überhaupt nichts. Ich würde jetzt nicht mal mehr sagen, wo wir zurück müssen. Zurück müssen wir hier. Ah. Ja, wahrscheinlich nur Taschenlampe und hier Tauchgerät. Ja, Taschenlampe würde schon helfen, ne? Richte man die oder baute man die? Wie kriegt man? Doch jemand Hunger? Das geht noch. Denk ich noch ein Kaninchen auf. Ach so. Nee, nee. Danke. Alter, geradeaus ist glaube ich ein Durchgang, aber. Aber wenn ihr mal grillt, ich guck mal gerade. Nee, ich riskiere es nicht. Man sieht einfach nichts. Da musst du ja wirklich. Ohne Tauchgerät kannst du die Sauerstoffflaschen nicht benutzen. Ja, aber immer schon, wenn man eine Taschenlampe hätte, um zu gucken, ne? Ja. Mal so eine ganz blöde Frage. Bleib mal bitte gerade hier stehen. Man könnte da einfach gegen und dann runter schwimmen, aber das funktioniert nicht. Nein, der Weg, man sieht den Weg da unten im Wasser, leuchtet so blau. Da ist ja unten dieser weiße Sitz und ein Stück weiter leuchtet es blau. Da musst du wahrscheinlich durchschwimmen. So, Kacke. Das heißt, wir können mit der Höhle hier erstmal nichts anfangen. Sehe ich das richtig? Ich vermute. Ja. Jetzt seid ihr, wir finden hier noch irgendwie einen geheimen Seitenarm. Du hast da ein Bein draufgelegt. Aber ich wollte ihn loswerden. Ach so, ich dachte, Peter wollte das jetzt essen. Sorry. Ja, Peter, ne? Hier, Mein Bein wartet zu Hause auf mich. Danke. Heute gibt's Bein mit scharf zugefeilten Zehen. Aber wenn ich die Wand runterfalle, bin ich bestimmt tot, oder? Ja, du musst diese Klitter. Sache daneben. Ach. Sonst läuft das. Alter, warum glänzen die denn so? Die irgendwie in Glasur getaucht worden. Übrigens, wenn ihr euch mit den zwei Uhren, die ihr hier geplündert habt, können wir Bomben bauen. Bei Sprengstoff bautet. Ich konnte da jetzt gerade nochmal zwei Uhren abmachen. Ja, ich auch. So, wo ging's jetzt zurück? Hier wahrscheinlich, ne? Nee, da geht's zur Kletterwand hier. Irgendwo hier sind wir lang gekommen. Ich
hab nur ein Duct Tape. Alle da? Nein. Ja. Jetzt. Okay, es tut mir leid, es war ein sinnloser Ausflug. Schlimm. Ich möchte mit zu deiner Höhle gehen, die du denkst, wo die ist, dass sie ist. Wenn du grün machst, waren wir da schon drin, oder was? Weiß ich das von hier aus noch? Ich habe die nicht verändert, die Farbe. Ah, okay. Aber ich glaube, wir hatten wir nochmal genommen. Grün Rot für den Ausgang. Ja, rot war es, ne? Schon wieder dunkel, kann das sein? Ja, wir sollten erstmal zurückgehen. Ja. Okay, dann gucken wir einfach morgen mal, ob ich die Höhle noch finde. Was macht hier ein Schwimmgeräusch? Schwimmgeräusch? Ich wurde statt Schwimmgeräusch hernimmst. Ich dachte gerade irgendwie. Freue ich mich auf unser schönes Zuhause. Ja gut, wir kamen mit nichts hier an, ne? Und schau mal, was wir hier alles errichtet haben. Einen Wohnblock. Da möchte man eigentlich fast gar nicht mehr weg. Ah, jetzt habe ich die Falle ausgelöst. Was bist du für ein Honk? Dann bau sie bitte wieder auf. Das ist der Richtige. Ah, guck mal, wenn man das lange genug brennen lässt, dann kann man die auch werfen. Die hätten wir wahrscheinlich unter Wasser verwenden können, oder? Möglicherweise. Dann ist immer die Frage, wie weit man tauchen muss, ne? Ja. Wie viel habt ihr davon noch? Von den Flares? 10. 7. So, sollen wir hier mal speichern und für heute Schluss machen, oder? Ja können wir machen. Dein Bein ist übrigens... warte, ich esse noch kurz mein Bein. Du musst auf mich aufpassen. Wo ist mein Bein? Da hier, an dem... Ja, das ist doch mehr als auffällig da. knusper. Ist was passiert? Gibt es jetzt eine neue Seite im Buch? Nein, gibt es nicht.
Vielleicht muss ich einfach noch mehr Bein essen. Ja, das Ding ist halt, du hast ja die ganzen restlichen Tage halt super ernährt. Also wir sind ja halt im fantastischen Zustand dafür, dass wir hier eigentlich hier im Existenzminimum krebsen müssten. Aber dafür haben wir einfach zu gut gewirtschaftet hier. Daniel, Vorsicht. Was? Nein! Esst mal gefälligst mehr, auch wenn ihr keinen Hunger habt. Fette Räucherkammer hier am Start. Ja, da muss leider hier auch noch ein Pinnüppel hin. Ich hab hier einen Platz habe ich hier gemacht. Wir müssen uns einfach angewöhnen, das Trockenfleisch ins Inventar zu übernehmen. Mario, aber ab jetzt mache ich das doch. Ja, ist das schön hier. Langsam hat das wirklich einen heimeligen Charakter. Ja, ich habe an den beiden Couches noch zwei Schädellampen aufgestellt, falls man mal lesen möchte. Ah ja. Aber Knochen, warte mal. Ein, zwei Knochen fehlen noch. Habe ich nicht. Ah, okay, gut. Leider nicht. Dann speichere ich hier mal. Und sage gute Nacht. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ja, war zwei sehr ereignisreiche Tage. Hast du nicht schlafen gemacht, Peter? Ich habe das Spiel beenden gemacht direkt und ich habe gespeichert, weil da bleibt mich ja eh.